Wir hatten gestern zuletzt die Zusammenkunft besprochen, die am 21. April zwischen Ihnen, Hitler und dem Adjutanten Schmund stattgefunden hatte. Ich lasse Ihnen nochmals das Dokument 388 PS überbringen und bitte Sie mir darauf zu antworten, wenn ich Sie frage, war dies nicht eine Besprechung in dem Sinne, wie Sie sie gestern als grundsätzlich nicht stattfindend in Abrede gestellt haben. Es ist bis zum gewissen Grade richtig, dass ich gerufen wurde und mir zu meiner völligen Überraschung Gedanken über eine Kriegsvorbereitung gegen die Tschechoslowakei dargelegt wurden. Es vollzog sich das in recht kurzer Frist vor einer Abreise Hitlers nach Berchtesgaden. Ich erinnere mich überhaupt nicht, ein Wort in dieser kurzen Anweisung gesprochen zu haben, sondern lediglich eine Frage gestellt zu haben und dann mit diesen für mich äußerst überraschenden Direktiven bin ich nach Hause gegangen. Was geschah darauf Ihrerseits? Meine Überlegung in erster Stunde war die, dass das militärisch nach dem Kräftemaß, das mir damals von uns bekannt war, überhaupt nicht durchführbar sei. Und ich beruhigte mich dann selbst damit, dass ja die Besprechung vorausschickte, dass ein Plan für absehbare Zeit nicht bestehe. Ich besprach die Angelegenheit am nächsten Tage mit dem Chef des Führungsstabes, General Jodl. Eine Niederschrift über die Besprechung oder ein Protokoll habe ich nie bekommen. Und der Abschluss der Überlegungen war eigentlich der, auf sich beruhen lassen, das hat ja Zeit. Das kommt jetzt gar nicht in Frage, aus militärischen Erwägungen. Ich setzte auch Jodl auseinander, dass die einleitenden Worte waren, es ist nicht meine Absicht, in absehbarer Zeit gegen die Tschechoslowakei militärisch vorzugehen. Wir haben dann in den nächsten Wochen diejenigen gedanklichen und theoretischen Überlegungen begonnen, allerdings in diesem Falle ohne Beteiligung der Wehrmachtteile, weil ich mich dazu nicht ermächtigt fühlte. Es war dann bemerkenswert, in der nächsten Zeit, dass, wie aus den Schmundakten hervorgeht, laufend durch die Adjutantur, die militärische Adjutantur, unzählige Fragen, Einzelfragen in Bezug auf Stärke der Divisionen und ähnliche Dinge gestellt wurden, die der Wehrmachtführungsstab so gut er konnte beantwortete.
glaube, Herr Marschall, wir können die Sache wesentlich abkürzen. Ja. So gut auch wesentlich auch diese Darstellungen sind. Das Entscheidende ist, wenn Sie mal das Aktenstück, was Sie vor sich haben, nehmen wollen. Vergleichen Sie da den Entwurf, den Sie schließlich auf Drängen von Obersalzberg gemacht haben, und sagen Sie mir, was daraufhin erfolgt ist. Ja. Etwa 4 Wochen nach diesem Auftrag habe ich dann den Entwurf einer Weisung für die Vorbereitungen an den Obersalzberg geschickt. Als Antwort wurde mir beschieden, oder wurde mir mitgeteilt, Hitler würde selbst nach Berlin kommen und mit dem Oberbefehlshaber des Heeres sprechen. Er kam dann Ende Mai nach Berlin und ich war Zeuge und anwesend bei der Besprechung mit Generaloberst von Brauchitsch. In dieser Besprechung änderte sich der grundlegende Gedanke völlig. Und zwar dahin, dass Hitler die Absicht äußerte, in absehbarster Zeit gegen die Tschechoslowakei militärisch vorzugehen. Er begründete das damit, diese Änderung seiner Entschlüsse, weil, ich glaube, es war 20. oder 21. Mai, die Tschechoslowakei eine totale Mobilmachung befohlen hatte. Und Hitler damals erklärte, dass sich das nur gegen uns gerichtet haben könnte. Militärische Vorbereitungen auf deutscher Seite waren nicht getroffen. Das war der Anlass des völligen Änderung seiner Absichten, die er dann mündlich dem Oberbefehlshaber des Heeres mitteilte und ihn mit dem sofortigen Beginn der Vorbereitungen beauftragte. Daraus erklären sich die Änderungen in den grundlegenden Befehlen, das heißt, die nunmehr zu erlassende Weisung enthielt den grundlegenden Gedanken, es ist mein unabänderlicher Entschluss, in absehbarer Zeit militärische Maßnahmen gegen die Tschechoslowakei zu treffen. Nun kam es nicht zu dem Krieg mit der Tschechoslowakei infolge des Abkommens von München. Wie beurteilten Sie und die Generale diese Abmachung? Wir waren außerordentlich glücklich, dass es zu einer militärischen Operation nicht gekommen war, weil wir in der Zeit der Vorbereitung niemals von der grundsätzlichen Auffassung heruntergekommen sind, dass unsere militärischen Angriffsmittel gegen die Grenzbefestigungen der Tschechoslowakei unzureichend seien. Also rein militärisch gesehen, ein Angriff, der ein Durchstoßen der Grenzbefestigungen notwendig gemacht hätte, dafür fehlten uns die Angriffsmittel. Infolgedessen waren wir außergewöhnlich befriedigt, dass eine friedliche politische Lösung gefunden war.
Welche Wirkung hatte dieses Abkommen, ich meine, hinsichtlich des Ansehens Hitlers auf die Generale? Ich glaube, sagen zu können, dass das eine wirklich große Steigerung des Ansehens Hitlers bei der Generalität zur Folge hatte. Man erkannte darin, dass zwar militärische Mittel nicht oder militärische Vorbereitungen nicht unterlassen waren, dass andererseits aber eine Lösung gefunden war, die man nicht erwartet und für die man ungeheuer dankbar war. Ist es nicht erstaunlich, dass Hitler 3 Wochen nach diesem von allen Seiten, auch von den Generalen, so begrüßten Abkommen von München schon Anordnungen für die Besetzung der Restschechheit traf? Ich glaube, dass der Reichsmarschall Göring neulich schon bei seiner Vernehmung darüber eingehende Darlegungen gemacht hat. Mein Eindruck und meine Erinnerung geht darauf hin, dass Hitler mir damals sagte, er glaube nicht, dass die Tschechei den Verlust der sudetendeutschen Gebiete mit ihren starken Befestigungen überwinden werde. Und außerdem sei er besorgt wegen der engen Verbindungen, die damals zwischen der Sowjetunion und der Tschechei bestanden. Die Tschechei also militärisch und strategisch als Raum eine Bedrohung werden könnte und vielleicht werden würde. Das war die Begründung, die ich militärisch bekommen habe. Wurde Hitler denn von keiner Seite auf die große Gefahr aufmerksam gemacht, die darin bestand, dass er durch eine gewaltsame Lösung der Restschechei-Frage die anderen Mächte, also England, Frankreich, brüskieren müsste? Ich kannte nicht die letzte Besprechung in München zwischen dem englischen Premierminister Chamberlain und dem Führer. Aber ich habe diese Frage in ihrer weiteren Behandlung als eine politische angesehen und habe infolgedessen auch keine Bedenken geltend gemacht, wenn ich mich so ausdrücken soll. Umso mehr, als ein erheblicher Abbau der militärischen Vorbereitungen, die vor München getroffen waren, angeordnet wurde. Die politische Frage zu erörtern, war ja nun mal ein Gegenstand, den der Führer, wenn man auf solche Fragen kam, zurückwies. Ich möchte in dem Zusammenhang mit der tschechischen Frage und noch auf den Oberstleutnant Köchling hinweisen, der hier von der Anklagebehörde benannt wurde als Verbindungsmann mit Hähnlein. War die Wehrmacht bzw. das OKW hieran beteiligt? Die Aufgabenstellung für Köchling ist mir unbekannt geblieben. Die Namhaftmachung Köchlings ist von mir ausgegangen. Hitler fragte mich, ob ein Offizier verfügbar sei, dem er einen Sonderauftrag geben könne. Der solle sich bei ihm melden. Ich habe den Oberstleutnant Köchling nach der Entsendung von Berlin aus nicht mehr gesehen und nicht mehr gesprochen. Ich weiß aber,
habe nachträglich erfahren, dass er bei Hähnlein gewesen ist, als Art militärischer Berater. Die Anklagebehörde hat auf die Tatsache hingewiesen, dass Sie sowohl bei dem Besuch des Ministerpräsidenten Tiso im März 1939 als auch bei Besuch des Präsidenten Hacha zugegen waren. Und es ist hieraus der Schluss gezogen worden, dass Sie an den dabei stattfindenden politischen Besprechungen beteiligt gewesen seien. Welche Rolle spielten Sie hierbei? Es ist richtig, dass ich bei solchen Staatsbesuchen oder Besuchen fremder Staatsmänner, ich glaube wohl in jedem Falle in der Reichskanzlei oder bei Begrüßung anwesend war. An den Besprechungen konkreter Art über politische Fragen habe ich niemals teilgenommen. Ich war zur Begrüßung anwesend und fühlte als Repräsentant der Wehrmacht in hohem Dienstgrade vorgestellt zu werden, anwesend zu sein. Bin aber in jedem einzelnen Fall, an den ich mich erinnern kann, dann dankend verabschiedet worden und habe in den Vorzimmern gewartet, ob ich benötigt würde. Wie stimmt, kann ich sagen, dass ich weder mit Tiso noch damals in der Nacht mit dem Präsidenten Hacha irgendein Wort gesprochen oder an den unmittelbaren Aussprachen Hitlers mit diesen Herren teilgenommen hätte. Gerade aber darf ich hinzufügen, in der Nacht des Besuches des Präsidenten Hacha musste ich in der Reichskanzlei anwesend sein. Denn es musste dem Oberkommando des Heeres ja im Laufe der Nacht Anweisung gegeben werden, in welcher Form der Einmarsch, der vorbereitet war, sich vollziehen sollte. Ich will abschließend hierzu nur noch feststellen, da ich annehme, dass durch die Aussage des Reichsmarschalls Göring diese Frage geklärt ist. Sie haben gegenüber dem Präsidenten Hacha niemals von einem eventuellen Bombardement Prags gesprochen, für den Fall, dass er sich nicht dazu verstehen sollte, zu unterschreiben. Nein. Wir kommen nun zu dem Fall Polen. Auch hier macht Ihnen die Anklagebehörde zum Vorwurf, dass sie sich an der Planung, Vorbereitung beteiligt und an der Durchführung der kriegerischen Aktion mitgewirkt haben. Wollen Sie grundsätzlich mal Ihre Stellungnahme zu diesen Ostproblemen darlegen? In Kürze bitte. Die Fragen, die sich um das Problem Danzig und um das Problem Korridor bewegten, waren mir bekannt. Mir war auch bekannt, dass in diesen Fragen politische Erörterungen und Verhandlungen schwebten. Der Fall des dann im Laufe der Zeit vorzubereitenden und vorbereiteten Angriffs gegen Polen hing natürlich mit diesen Problemen
eng zusammen. Als mit den politischen Dingen nicht befasst, war ich persönlich der Auffassung, dass wohl ebenso wie im Fall München und Vormünchen eine militärische Vorbereitung, das heißt ein militärisches Druckmittel, wenn ich es so nennen soll, wohl in diesen Fragen eine ähnliche Rolle spielen würde, wie es nach meiner Auffassung in München ja auch gespielt hat. Ich glaubte nicht, dass es ohne eine militärische Vorbereitung sich abwickeln würde. Hätte diese Frage nicht auch eine Lösung durch unmittelbare Verhandlungen finden können? Das ist für mich schwer zu übersehen, obwohl ich weiß, dass über die Frage Danzig Erörterungen mehrfach stattgefunden haben und ebenso über die Lösung der Korridorfrage. Mir ist erinnerlich eine Äußerung, die mich damals beeindruckte, dass Hitler einmal sagte, er bedauere den Tod des Marschall Pilsudski. Er glaube, mit diesem Staatsmann ein Arrangement gefunden oder habe finden können. Diese Äußerung ist mir gegenüber einmal gefallen. Die Anklage hat nun erklärt, dass Hitler sich schon im Herbst 1938 mit einem Krieg gegen Polen beschäftigt hat. Sind Sie daran beteiligt? 1938? Nein, das ist mir nicht gegenwärtig. Haben nicht? Ich möchte glauben, dass ich mit einer Erinnerung nach Anzeichen damals wohl hatte, dass das nicht der Fall gewesen ist. Ich habe Hitler damals begleitet zu einer eingehenden Inspektionsreise der Ostbefestigungen. Wir sind die ganze Front von Pommern über den Oder-Wartebogen bis Breslau abgefahren, um uns die einzelnen Grenzbefestigungen gegen Polen anzusehen. Das war damals eine sehr intensive Erörterung der Befestigungen in Ostpreußen. Wenn ich das heute nachträglich auf die Frage kombiniere, so kann ich mir nur vorstellen, dass das Überlegungen waren, die vielleicht mit Danzig oder mit der Korridorfrage bei ihm im Zusammenhang standen, wo er sich überzeugen wollte, ob die Ostbefestigungen die hinreichende Abwehrstärke hätten, wenn aus diesen weiteren Fragen Danzig-Korridor eventuell ein Krieg mit Polen entstehen könnte. Wann wurden die Vorbereitungen zur Besetzung Danzigs getroffen? Ich glaube, das war noch im Spätherbst 38, dass Anordnungen dafür gegeben waren, und zwar von Ostpreußen aus, in Form eines Handstreiches, Danzig zu einer vielleicht gegebenen günstigen Lage zu besetzen. Mehr weiß ich darüber nicht. Wurde dabei nicht die Möglichkeit des Kriegsfalls mit Polen erörtert? Ja, das hängt offensichtlich mit den Prüfungen der Verteidigungsmöglichkeiten der Grenze im Übrigen zusammen. Aber eine Vorbereitung irgendwelcher Art
dieses Problem, abgesehen von einem Handstreich von Ostpreußen aus, damals schon militärisch vorzubereiten, ist mir nicht erinnerlich und ist auch nicht gewesen. Ich glaube mich zu erinnern, dass Sie mir mal bei der Erörterung dieser Frage gesagt haben, dass Danzig nur dann besetzt werden sollte, wenn kein Krieg mit Polen daraus entstünde. Ja, das ist richtig. Diese Äußerung ist mehrfach gefallen, dass dieser, die Besetzung oder der Handstreich auf Danzig nur dann durchgeführt werden würde und sollte, wenn bestimmt ein Krieg daraus nicht entstehen würde. Wann hat sich diese Ansicht gewandelt? Ich glaube, dass die Ablehnung aller Erörterungen seitens Polens diese Frage Danzig in irgendeiner Verhandlungsform zu lösen, offenbar der Anlass war, zu weitergehenden Überlegungen und weitergehenden Schritten. Die Anklagebehörde hat die Weisung vom 3.4.39. Ich darf vielleicht noch hinzufügen, dass überhaupt wohl eine andere Beurteilung der Lage nach München in Bezug auch auf das weitere Ostproblem eingetreten war. Vielleicht, oder wie ich glaube, in dem Sinne, die tschechische Frage ist ohne einen Schuss befriedigend gelöst. Das wird vielleicht bezüglich der anderen deutschen Probleme im Osten auch möglich sein. Und ich glaube mich auch zu erinnern, dass Hitler sagte, er glaube nicht, dass die Westmächte, insbesondere England, an diesen Ostproblemen Deutschlands das Interesse hätten. Und wohl da eher vermitteln, als wie dagegen Einspruch erheben würden. Das ist das Dokument C-120. Der Fall Weiß. Danach ist also am 3.4.39 die Weisung herausgegangen. Zunächst zu dem Dokument. In den ersten Sätzen ist ja schon ausgesprochen, dass es der Ersatz war für die alljährlich gegebenen einheitlichen Anweisungen der Wehrmacht für eventuelle Mobilmachungsvorbereitungen. Also eine weitere Bearbeitung der Dinge, wie wir sie schon aus den Anweisungen vom Jahre 37, 38 kennen, die alljährlich neu ergingen. Im Konkreten aber war es so, dass Hitler in meiner Gegenwart dem Oberbefehlshaber des Heeres wohl in dieser Zeit, oder zu gleicher Zeit oder kurz vorher, unmittelbare Anweisung gegeben hatte, die Vorbereitungen strategischer und operativer Art für einen Angriff auf Polen
einen Krieg mit Polen vorzubereiten. Und ich habe dann diese ersten Gedanken herausgegeben. Das heißt dort, der Führer hat Folgendes bereits angeordnet: Bearbeitung bis zum 1.9.39 durchzuführen und nach den Bearbeitungen des OKH, des Heeres, sollte eine Zeittafel dafür vorbereitet werden. Dieses Dokument habe ich damals unterschrieben. Wie standen Sie und die übrigen Generale zu diesem Krieg? Ich muss sagen, dass wir auch seinerzeit vor den Vorarbeiten gegen die Tschechoslowakei sowohl der Oberbefehlshaber des Heeres wie die Generale, soweit ich sie gesprochen habe, und auch ich selbst dem Gedanken, nun einen Krieg gegen Polen zu führen, ablehnend gegenüberstanden. Wir wollten keinen Krieg in dem Sinne. Aber wir haben selbstverständlich die gegebenen Befehle, zumindest in der Form der generalstabsmäßigen Durcharbeitung, sofort in Angriff genommen. Wir begründeten das damit, dass nach unseren Erkenntnissen, unserer militärischen Mittel, die wir damals besaßen, das heißt die Divisionen, ihre Ausrüstung, ihre Bewaffnung und nicht zu vergessen ihre außerordentlich dürftige Munitionsausstattung, uns immer wieder als Soldaten daran erinnerten, dass wir an sich nicht bereit waren, einen Krieg zu führen. Sie wollen damit sagen, dass bei Ihren Überlegungen lediglich also die militärischen Gesichtspunkte eine Rolle spielten? Ja, das muss ich zugeben. Ich habe mich mit dem politischen Problem nicht befasst, sondern mit der Frage, können wir oder können wir nicht? Ich stelle das lediglich fest. Nun war am 23.05.39 eine Zusammenkunft, bei der Hitler an die Generale eine Ansprache hielt. Sie kennen diese Ansprache. Was war die Ursache des Inhaltes dieser Ansprache? Ich habe dir die Niederschrift ja erstmalig bei der Voruntersuchung gesehen und mich an den Tatbestand, der damals herrschte, erinnert. Es war so, dass die Tendenz dieser Ansprache eigentlich nur geschah, um den Generalen zu sagen, dass das unberechtigt und unbegründet sei, ihre Besorgnisse, diese zu zerstreuen und schließlich auch sie wohl darauf hinzuweisen, dass ja die Voraussetzungen noch nicht gegeben seien und dass politische Verhandlungen in diesen Dingen ja die Situation noch ändern könnten und vielleicht auch würden. Sollte also eine reine Aufmunterung sein. Waren Sie in dieser Zeit der Meinung, dass es zum Krieg wirklich kommen würde? Nein. Ich glaubte damals, vielleicht in etwas harmloser Form der Überlegungen, dass es nicht zu einem Krieg kommen würde, sondern dass sich voraussichtlich unter den militärischen Mitteln, die dafür aufgeboten werden würden, sich der Fall der Verhandlungen
wiederholen und damit eine Lösung finden würde. Unsere militärische Betrachtung stellte immer einen Gesichtspunkt, rein militärisch, in den Vordergrund. Wir Generale glaubten, dass Frankreich, weniger England, Frankreich unbedingt im Hinblick auf seinen Beistandspakt für Polen eingreifen würde und dass dafür überhaupt militärische Abwehrmittel nicht vorhanden waren. Und gerade dieser Grund hat mich immer persönlich überzeugt, es wird nicht zu dem Kriege kommen, denn einen Krieg gegen Polen können wir nicht führen, wenn die Franzosen uns im Westen angreifen. Wie beurteilten Sie denn die Dinge nach der Ansprache vom 22.08.39? Diese Ansprache am Ende August auf dem Obersalzberg versammelte ja die Generale der im Osten in Vorbereitung befindlichen Truppen, oberen Befehlshaber. Und ich habe auch damals, nachdem Hitler gegen Ende dieser Ansprache erklärte, dass mit der Sowjetunion ein Pakt abgeschlossen sei, war ich fest überzeugt, dass es nun bestimmt nicht zum Kriege kommen werde. Denn ich glaubte, dass unter diesen Voraussetzungen eine Verhandlungsbasis gefunden sei, dass Polen sich nicht dem aussetzen würde. Und ich glaubte auch, dass nunmehr die Basis für Verhandlungen gefunden sei. Obwohl in der Ansprache, die ich auch hier erstmalig gelesen habe in Form einer Niederschrift, ja gesagt worden war, dass die Vorbereitungen bis zum Äußersten getrieben und die Durchführung beabsichtigt seien. Wussten Sie, dass England tatsächlich versucht hat, zu vermitteln? Nein. Ich habe von diesen Dingen nichts erfahren, beziehungsweise das Erste, was außerordentlich überraschend für mich war, war, dass ich in diesen Tagen, die hier mehrfach erörtert sind, 24. oder 25., also wenige Tage nach der Besprechung auf dem Obersalzberg, ich plötzlich zu Hitler gerufen wurde in die Reichskanzlei und er mir nur sagte, sofort alles anhalten, holen Sie Brauchitsch sofort her, ich brauche Zeit zu Verhandlungen. Ich glaube, ich bin mit den wenigen Worten entlassen worden. Was erfolgte darauf? So, ich telefonierte sofort Oberbefehlshaber des Heeres an, gab denselben Befehl weiter und Brauchitsch wurde zum Führer gerufen. Es wurde alles angehalten und jede Entscheidung über ein eventuelles militärisches Vorgehen ausgesetzt. Zunächst nur so, am nächsten Tage wohl um eine bestimmte Frist. Ich glaube, es waren 5 Tage nach den Berechnungen, die man heute anstellen muss. Waren Ihnen die sogenannten Mindestforderungen an Polen bekannt? Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich Sie damals in der Reichskanzlei gesehen habe, dass Sie
mir von Hitler, glaube ich, selbst gezeigt wurden. Und dass ich also Kenntnis bekommen habe, ja. Da Sie sie also gesehen haben, muss ich Sie fragen, hielten Sie diese Forderungen für ernst? Ich bin immer nur auf Minuten in dieser Zeit in der Reichskanzlei gewesen und habe als Soldat geglaubt, das sei selbstverständlich ehrlich. War damals von Zwischenfällen die Rede? Nein. Diese Frage der Zwischenfälle ist hier auch in der Voruntersuchung mit mir eingehend erörtert worden. In dieser Situation und in den Besprechungen in der Reichskanzlei, die wenigen, die ich in den Tagen überhaupt hatte, ist davon überhaupt nicht die Rede gewesen. Ich lasse Ihnen das Dokument 795 PS bringen. Es ist eine Niederschrift, die sich mit den polnischen Uniformen für Heydrich befasst. Darf ich noch etwas hinzufügen? Bitte. Nämlich, dass am 30. August war es wohl, nochmals der Angriffstag, der ja dann der 1. September war, um 24 Stunden verschoben wurde. Zu diesem Zweck waren Brauchitsch und ich erneut in die Reichskanzlei gerufen worden. Und die Begründung, nach meiner Erinnerung, war die, es würde ein Bevollmächtigter der polnischen Regierung erwartet, es soll 24 Stunden hinausgeschoben werden. Dann sind keine Veränderungen der militärischen Anordnungen mehr eingetreten. Dieses Dokument betrifft polnische Uniformen für Zwischenfälle beziehungsweise für irgendwelche illegalen Unternehmungen. Das ist mir ja auch vorgelegt, ich kenne es. Eine nachträgliche Niederschrift des Admiral Canaris über eine Besprechung mit mir. Er sagte mir damals, er solle einige polnische Uniformen zur Verfügung stellen. Das sei ihm vom Führer aus durch die Adjutantur mitgeteilt. Ich fragte, wofür. Wir waren uns einig, dass es für irgendein illegales Unternehmen beabsichtigt war. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich damals ihm gesagt, von solchen Dingen verspreche ich mir gar nichts und er solle die Finger davon lassen. Es kam dann noch zu einer kurzen Erörterung über die Brücke von Dirschau, die auch in Form eines Handstreichs genommen werden sollte, die der Wehrmacht übertragen war. Mehr ist mir damals nicht bekannt geworden. Ich glaube, Canaris gesagt zu haben, dem kann man ausweichen. Sie haben ja gar keine polnischen Uniformen. Sie können ja einfach sagen, Sie haben keine, dann ist der Fall erledigt. Sie wissen ja, dass diese Sache mit dem späteren Angriff auf den Sender Gleiwitz in Zusammenhang gebracht worden ist. Wissen Sie von diesem Vorfall überhaupt?
dieser Vorfall bzw. dieses Unternehmen ist hier mir erst durch Zeugenaussagen bekannt geworden. Ich habe niemals erfahren, wer beauftragt war, irgend solche Dinge zu machen. Und ich habe, bis hier im Gerichtssaal Aussagen gemacht worden sind, über diesen Überfall auf den Sender Gleiwitz von diesen Dingen nichts gewusst. Ich erinnere mich auch nicht, es damals erfahren zu haben, dass etwas derartiges sich zugetragen hatte. Nun kannten Sie die Bemühungen Amerikas und Italiens nach dem 1.9.39? Den Krieg in irgendeiner Form zu beenden. Ich habe überhaupt von den politischen Erörterungen, die in diesen Tagen vom 24. bis 30., 31. Anfang September stattgefunden haben, gar nichts gewusst. Ich habe niemals etwas gewusst von den Besuchen eines Herrn Daleos. Ich habe nichts gewusst von den Interventionen aus London. Ich habe nur eine Erinnerung, dass ich Hitler traf bei einem kurzen Anwesenheit in der Reichskanzlei, wo er mir sagte: Stören Sie mich nicht, ich schreibe einen Brief an Daladier. Das muss in den ersten Septembertagen gewesen sein. Von den Dingen, die ich hier erfahren habe, auch den Schritten, die noch unternommen wurden nach dem 1. September, habe ich und meines Wissens keiner der Generale jemals etwas erfahren. Gar nichts. Was haben Sie zu Canaris und Lahusen am 14.09., also kurz vor dem Angriff auf Warschau, im Führerzug über die politische, wie es heißt, in der Diktion Flurbereinigung gesagt? Ich bin auch danach in der Voruntersuchung gefragt. Ich erinnerte mich an den Besuch überhaupt nicht mehr. Aber aus den Aussagen von Lahusen ging ja hervor, er sagte, glaube ich, ich hätte wiederholt, was Hitler schon darüber gesagt habe. Und das wohl weitergegeben, wie er sich ausdrückte. Ich weiß, dass bei den täglichen Zusammentreffen mit dem Oberbefehlshaber des Heeres, der damals ja in Polen die militärische Führung hatte, von diesem schon Beschwerden gekommen waren über polizeiliche Eingriffe in die im besetzten polnischen Gebiet. Und ich kann nur sagen, dass ich offenbar das wiederholt habe, was in meiner Gegenwart zwischen Hitler und Bauchitsch über diese Dinge gesprochen worden ist. Über Einzelheiten kann ich keine Angaben mehr machen. Ich darf noch hinzufügen, dass sich der Oberbefehlshaber des Heeres damals, nach meiner Erinnerung, mehrfach beschwert hat, dass solange er in den besetzten Gebieten die vollziehende Gewalt habe, er unter keinen Umständen andere Organe in diesem Raum dulden könnte. Und dass ihm dann auch wohl im Oktober die Verantwortung dafür abgenommen wurde, auf sein Drängen. Ich möchte also glauben, dass die Darstellungen nicht ganz zutreffend sind in der Erinnerung oder in den Notizen von Herrn Lahn. Wir kommen jetzt zu Dänemark und Norwegen. Wussten Sie, dass
das Deutsche Reich gegenüber Dänemark und Norwegen. Eine Neutralitätserklärung im Oktober 1939 abgegeben hatte. Ja, das habe ich gewusst. Waren Sie und das OKW oder wurden Sie an solchen Beratungen über Neutralitätserklärungen in diesen oder anderen Fällen beteiligt? Nein. Wurde Ihnen davon Kenntnis gegeben? Auch das nicht. Es waren außenpolitische Erörterungen, über die wir Soldaten nicht informiert wurden. Amtlich, meinen Sie? Selbstverständlich haben Sie als Persönlichkeit, die auch sonst Zeitungen liest oder Kenntnis davon bekommen. Ja. Schön. Ich habe Ihnen schon vor der Erörterung des Problems der Angriffskriege die Frage gestellt und möchte, um Zeit zu sparen, nicht wiederholen. Aber es scheint mir, dass die Frage, die ich stellte, um Ihre Meinung über Angriffskriege auszulösen, in diesem Fall doch gestellt werden müsste. Noch einmal. Weil ein Angriff auf ein neutrales Land, einem Land, das dem man eine Garantie gegeben hat, doch besondere Bedenken auslösen müsste bei den Menschen, die nun einmal mit diesen Dingen, mit der Kriegsführung zu tun haben. Also frage ich Sie auch in diesem Falle noch einmal und bitte um Ihre Erklärung, wie Ihre Einstellung und die Einstellung der Soldaten dazu war. Ja, ich muss dazu sagen, wir standen bereits im Kriege zwischen England und Frankreich und Deutschland bestand der Kriegszustand. Und es wäre unehrlich zu sagen, dass ich mich in diese Dinge etwa eingeschaltet hätte. Sondern ich habe sie als eine politische Frage angesehen. Und ebenso habe ich als Soldat ja die Auffassung gehabt, dass die Vorbereitung einer militärischen Aktion gegen Norwegen und gegen Dänemark ja noch keineswegs die Auslösung sind. Und dass sich diese Vorbereitungen, wie ohne weiteres ja auch erwiesen, Monate dauern mussten, wenn man überhaupt ein solches Unternehmen machen wollte. Wo sich in dieser Zeit ja auch die Voraussetzungen würden ändern können. Und gerade wohl diese Gedankengänge sind maßgebend gewesen, dass ich irgendwelche Schritte von mir aus in Bezug auf die Frage, das ist eine Unmöglichkeit, jetzt strategisch zu überlegen und vorzubereiten, diese Intervention in Norwegen und Dänemark nicht angestellt habe. Und dass ich das, ich muss sagen, den politischen Überlegungen überlassen habe. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Wann wurden die Vorbereitungen zu dieser Aktion begonnen?
die ersten Überlegungen wohl schon im Oktober des Jahres 39. Dagegen die ersten Anordnungen erst im Januar, also mehrere Monate später. Ich erinnere mich auch im Zusammenhang mit den Erörterungen hier, den Aufklärungen, die der Reichsmarschall Göring dazu gegeben hat, daran, dass ich eines Tages beauftragt wurde, den Großadmiral Reeder zum Führer zu bestellen. Er wolle mit ihm über Fragen der Seekriegführung in der Deutschen Bucht bzw. im Atlantik besprechen, die Gefährdungen unserer Kriegsführung in diesem Raum. Dann ist von Hitler ein Sonderstab, auch darüber, daran bin ich erinnert, durch die mir hier vorgelegten Dokumente, von mir bestellt worden, der sich mit dem Studium dieser ganzen Probleme vom Standpunkt der See-, Luft- und Erdkriegführung aus befassen sollte. Dieser Sonderstab hat sich meiner persönlichen Mitwirkung entzogen. Hitler erklärte damals, dass er diesen Sonderstab selbst mit Aufträgen versehen würde. So waren wohl damals in den Monaten 39, Anfang 40 die militärischen Erwägungen. Ich möchte zu diesem Komplex nur noch wissen, ob Sie mit Quisling irgendeine Besprechung in diesem Stadium des Vorverfahrens gehabt haben. Nein. Ich habe Quisling vor dem Norwegenfeldzug und auch nach dem Norwegenkrieg, glaube ich erst ein oder zwei Jahre später, das erste Mal überhaupt gesehen. Irgendwelche Verbindungen, auch in der Art von Nachrichtenübermittlungen, haben nicht stattgefunden. Ich habe allerdings hier in einer Voruntersuchung schon berichtet, dass ich einen Offizier, das war glaube ich der Oberst Bickenburg, nach Kopenhagen auf Befehl Hitlers entsandt habe, der dort Besprechungen mit Norwegern haben würde. Quisling habe ich nicht gekannt. Bei der Kriegführung im Westen steht im Vordergrund auch wieder zunächst die Frage der Neutralitätsverletzung bezüglich Luxemburgs, Belgiens und Hollands. Wussten Sie, dass in diesen drei Ländern Zusicherungen gemacht worden waren, die sich auf die Unverletzlichkeit der Neutralität bezogen? Ja, das habe ich damals gewusst und auch erfahren. Ich will nicht wieder dieselben Fragen stellen wie bei Norwegen, Dänemark, aber ich möchte in diesem Zusammenhang doch fragen, hielten Sie diese Zusicherungen Hitlers für ehrlich? Wenn ich mich in die damalige Lage zurückversetze, dann habe ich das geglaubt. Dass die Absicht bestand, keinen anderen Staat in diesen Krieg hineinzuziehen, als diese Dinge mir bekannt wurden. Ich hatte jedenfalls zumindest keine Annahme, keine Berechtigung, das Gegenteil anzunehmen, dass das eine Täuschung sein sollte. Glaubten Sie,
denn noch nach dem Polenkrieg an eine Beendigung des Krieges überhaupt oder eine Lokalisierung? Ja, das habe ich geglaubt. Und zwar bestärkte mich in dieser Auffassung die Reichstagsrede nach dem Polenkrieg, in der Andeutungen gemacht wurden, die mir die Überzeugung gaben, es werde über diese Frage mit England in erster Linie politisch gesprochen. Und weil mir gegenüber Hitler immer wieder sagte, wenn man die Fragen anschnitt, an diesen östlichen deutschen Problemen ist ja der Westen eigentlich nicht interessiert. Diese Wendung war immer diejenige, mit der man beruhigt wurde. Das seien keine Probleme, die die Westmächte interessieren. Außerdem kam ja hinzu, rein militärisch gesehen, dass wir Soldaten mit dem Angriff der Westmächte, also Frankreich, während des Polenkrieges selbstverständlich immer gerechnet hatten. Und dass wir äußerst überrascht waren, dass eigentlich im Westen außer gewissen Vorfeldkämpfen, wie wir es nennen, zwischen Maginot-Linie und Westwall, tatsächlich sich nichts ereignete. Während wir, ich weiß das genau, in der ganzen Westfront, von der holländischen Grenze bis Basel, nur 5 Divisionen hatten, neben schwachen Besatzungen in den Befestigungen des Westwalls. Also, rein militärisch operativ gesehen, ein französischer Angriff während des Polenkrieges auf einen deutschen militärischen Schleier gestoßen wäre, aber nicht auf Abwehr. Und da das nicht erfolgte, kam uns Soldaten natürlich der Gedanke, es ist auch wohl nicht ernstlich beabsichtigt seitens der Westmächte, wenn man diese strategisch und operativ günstigste Lage einfach verstreichen ließ und während dieser 3-4 Wochen des Einsatzes aller deutschen aktiven Verbände im Osten nichts gegen uns unternahm. Wenigstens nichts, was uns bedrohte. Das bestärkte auch in der Auffassung bezüglich der voraussichtlich weiteren Haltung der Westmächte. Welche Pläne hatte Hitler denn für den Westen? Ich habe es eben nicht verstanden. Welche Pläne hatte Hitler für den Westen? Er hatte schon in der letzten Phase des Polenkrieges alle entbehrlichen Kräfte nach dem Westen transportieren lassen. Und natürlich auch in der Überlegung, dass jederzeit dort noch etwas passieren könnte. Er hatte aber schon in den letzten Tagen des Polenkrieges mir gegenüber geäußert, dass er in schnellstem Tempo die Kräfte von dem Osten nach dem Westen rüberwerfen und womöglich im Winter 1939-40 im Westen noch angreifen wollte. Das war ganz klar ausgesprochen. Waren in diesen Plänen nun die Angriffe auf oder Durchmärsche durch Luxemburg, Belgien und Holland vorgesehen? Zunächst nicht. Sondern zunächst war der Aufmarsch im Westen, wenn man es militärisch ausdrücken soll, ein Sicherungsaufmarsch.
Das heißt, eine ganz Verstärkung der Front in breitester Form. Selbstverständlich in bevorzugtem Maße an der unbefestigten Front von Aachen bis über die holländische Grenze hinaus, wo gar nichts war, außer Grenzposten. Insofern ist also schon Ende September, Anfang Oktober ein Herüberwerfen des Heeres von Ost nach West in Form einer Sicherungsaufmarsches ohne Schwerpunkt erfolgt. Was wusste denn die militärische Führung über die Haltung Belgiens und Hollands? Das hat sich im Laufe des Winters natürlich mehrfach gewandelt. Damals, wohl im Herbst 39, ich kann nur von mir sprechen, es mögen auch andere Auffassungen darüber bestehen, war ich der Überzeugung, dass Belgien auf jeden Fall aus dem Kriege bleiben wollte. Und alles wohl auch getan haben würde, um seine Neutralität zu wahren. Auf der anderen Seite bekamen wir durch die engen Beziehungen des belgischen und italienischen Königshauses doch eine Reihe von Nachrichten, die sehr bedrohlich klangen. Eine Kontrolle darüber, ob sie wahr sind, besaß ich nicht. Aber ich erfuhr sie. Und zwar in der Richtung, dass auf Belgien ein starker Druck ausgeübt würde. Zugunsten der Aufgabe seiner Neutralität. Über Holland wussten wir damals nur, dass Beziehungen generalstabsmäßiger Art zwischen England und Holland bestanden. Die Dinge haben sich dann aber natürlich in den Monaten Oktober bis Mai 1940 in verschiedensten Formen verstärkt oder gemildert. Rein militärisch wussten wir eines, nämlich dass die französischen sämtlichen schnellen Verbände, also motorisierten Verbände, aufmarschiert waren an der belgisch-französischen Grenze. Und vom militärischen Standpunkt aus beurteilten wir diese Maßnahme dahin, dass zumindest die Vorbereitung getroffen war, jederzeit mit den schnellen Verbänden durch Belgien durchzurutschen und dann an der Grenze des Ruhrgebietes zu stehen. Die Einzelheiten, glaube ich, hier weglassen zu sollen, da sie für das weitere Geschehen nicht wesentlich sind, sind auch rein operativ und strategische Momente. Bestanden überhaupt Meinungsverschiedenheiten zwischen der Generalität und Hitler bezüglich dieses Angriffs im Westen, der ja durch das neutrale Gebiet gehen musste? Ich glaube, sagen zu müssen, dass das damals wohl eine der ernstesten Krisen in dem Kriege mit gewesen ist. Nämlich die Auffassungen von einer Reihe von Generalen, auch des Oberbefehlshabers des Heeres Bauchitsch und seines Generalstabschefs. Und ich persönlich gehöre auch dazu, die einen Angriff im Westen, den Hitler ja noch im Winter beabsichtigte, unter allen Umständen versuchen wollten zu verhindern.
Was waren das verschiedene Motive? Die Schwierigkeiten des Herüberwerfens des Ostheeres nach dem Westen. Dann ein Gesichtspunkt, nämlich der, das muss ich aussprechen, dass wir damals glaubten, vielleicht etwas mehr politisch gesehen, dass wenn wir nicht angriffen, die Möglichkeiten einer friedlichen Lösung noch nicht überholt oder noch nicht unmöglich geworden seien. Wir hielten es also für möglich, dass bis zum Frühling sich da noch sehr viel politisch ändern könnte. Zweitens, wir waren entschieden gegen einen Winterkrieg als Soldaten. Im Hinblick auf die kurzen Tage und die langen Nächte, die militärisch immer ein großes Hinderungsmoment für alle Operationen sind. Und auf den Einwand von Hitler, dass ja jederzeit der Durchmarsch der französischen schnellen Kräfte durch Belgien erfolgen könnte und dann vor dem Ruhrgebiet stände, hielten wir entgegen, dass wir glaubten, wir seien im Bewegungskriege in einer solchen Situation überlegen. Der wären wir gewachsen. Das war unsere Auffassung. Ich darf gleich hinzufügen, dass Sie mich nach der Situation fragten, dass es zu einer sehr ernsten Krise geführt hat. Zwischen Hitler, dem Oberbefehlshaber des Heeres, und auch meiner Person. Da ich diese Gedankengänge vertrat und sie von Hitler schärfstens abgelehnt wurden, weil sie strategisch falsch seien, wie er sich ausdrückte, warf er mir in diesen Auseinandersetzungen in schärfster Form vor, dass ich mit den Generalen des Heeres gegen ihn konspiriere und sie in dem Widerstand ihrer Auffassungen noch bestärke. Ich muss das hier berichten, dass ich damals um meine sofortige Ausscheiden aus meiner Dienststellung bat, meine andere Verwendung bat, weil ich das Vertrauensverhältnis für total zerbrochen hielt unter diesen Umständen und schwer gekränkt war. Ich füge hinzu, dass auch das Verhältnis zum Oberbefehlshaber des Heeres unter diesen Umständen stark gelitten hat. Meine Entlassung bzw. anderweitige Verwendung wurde scharf abgelehnt. Ich sei nicht berechtigt, ist das hier schon erörtert, ich brauche das nicht mehr zu sagen. Aber überbrückt ist dieser Vertrauensbruch nicht. Auch in der Zukunft nicht mehr war. Wenn ich recht, war schon im Norwegen-Konflikt, im Norwegen-Krieg, ein ähnlicher Konflikt entstanden. Das Tagebuch des General Jodl bezeichnet wird ernste Krise, weil ich das Haus verlassen hatte. Ich möchte darauf nicht eingehen. Welches war nun der Anlass für die Ansprache Hitlers am 23.11.39 in der Reichskanzlei an die Oberbefehlshaber? Ich kann sagen, dass das mit dieser Krise zwischen Generalität und Hitler in engstem Zusammenhang stand. Er versammelte damals die Generalität, um seine Auffassungen darzulegen und zu begründen. Und wenn man das weiß, dass es unter der Tendenz stand, hier muss ein Wandel in der Auffassung der Generalität herbeigeführt werden, dann wird man finden, in der Niederschrift, dass mehrfach direkt Personen scharf angegriffen wurden,
in denen die Begründungen wiederholt wurden, die gegen diesen Angriff im Westen gesprochen hatten und die ihm vorgebracht worden waren. Außerdem wollte er damit nunmehr unwiderruflich seinen Willen bekunden, noch im Winter diesen Angriff im Westen zu führen, da er strategisch nach seiner Auffassung die einzige Lösung sei, weil jeder Zeitverlust dem Gegner zugute käme. Er rechnete also wohl damals nicht mehr mit einer anderen Lösung als die der Waffen. Wann wurde der Entschluss nun gefasst, durch Belgien und Holland vorzugehen? Die Vorbereitungen, einen solchen Durchmarsch, Angriff durch Belgien und Holland zu führen, waren vollkommen getroffen. Aber die Entscheidung darüber, ob ein solcher Durchangriff oder Neutralitätsverletzung dieser Länder praktisch durchgeführt werden sollte, diese Entscheidung hielt Hitler zurück und hielt sie offen. Bis in den Frühling 40 hinein. Offenbar aus allerhand politischen Erwägungen. Und vielleicht auch in der Überlegung, dass das Problem sich eventuell automatisch lösen würde, wenn von Seiten der Gegner nach Belgien einmarschiert würde oder die schnellen französischen Truppen einrückten oder ähnliches. Ich kann nur feststellen, dass die Entscheidung der Durchführung bis zur letzten Minute immer offen gehalten wurde. Und erst der Befehl unmittelbar vorher gegeben wurde, dass es durchzuführen sei. Ich glaube, dass auch ein Moment dabei mitgespielt hat, die schon von mir erwähnten Beziehungen zwischen dem belgischen und italienischen Königshaus, da Hitler seine Entschließungen immer mit dem Geheimnis umgab, fürchtete er wohl, dass das auf dem Wege bekannt würde. Perhaps we better adjourn now. The tribunal will be glad if, when you refer to Czechoslovakia or any other state, you will refer to it by its proper name, you and the defendants and other witnesses.
Herr Präsident, der Angeklagte Keitel wollte eine kleine Berichtigung abgeben bezüglich einer Auskunft, die er heute Morgen auf meine Frage nach der Besatzung im Westen während des Polenkrieges gegeben hat. Very well. Okay. Ich habe vorhin gesagt, dass im Westen während des Polenkrieges, des Krieges gegen Polen, 5 Divisionen gestanden hätten. Ich muss das berichtigen. Ich habe das verwechselt mit dem Jahre 38. Im Jahre 39 waren es einschließlich der im Rheinland und in den rückwärtigen Westgebieten stehenden Reserveformationen rund 20 Divisionen. Also die Angabe von mir war ein Versehen und eine Verwechslung. Wir kommen jetzt zu den Balkankriegen. Die Anklagebehörde hat auch in Bezug auf den Krieg gegen Griechenland und Jugoslawien Ihnen die Mitwirkung an der Vorbereitung, Planung, Durchführung vorgeworfen. Welches ist Ihre Einlassung hierzu? In den Krieg gegen Griechenland und im Frühling 41 gegen Jugoslawien sind wir völlig und überraschend und ohne irgendwelche Pläne hineingerissen worden. Zunächst Griechenland. Ich habe Hitler begleitet, der Reise in Frankreich, zu den Begegnungen mit Marschall Pétain und mit Franco an der spanischen Grenze. Und wir erhielten auf der Reise die erste Nachricht über die Absichten Italiens eines Angriffs auf Griechenland. Es wurde sofort die Reise nach Florenz beschlossen. Und beim Eintreffen in Florenz die Mitteilung von Mussolini entgegengenommen, wie Reichsmarschall Göring hier schon vorgetragen hat, dass ein Angriff gegen Griechenland bereits begonnen habe. Ich kann nur sagen, aus meiner persönlichen Erleben, dass Hitler über diese Wendung und dieses Hineinziehen des Balkans in den Krieg auf das Äußerste entrüstet war und nur die Tatsache des Verbündeten Italiens einen Bruch mit Mussolini verhindert hat. Irgendwelche Absichten gegen Griechenland, einen Krieg zu führen, sind mir niemals bekannt geworden. War denn eine Notwendigkeit für das Deutsche Reich gegeben, in den Krieg nunmehr einzutreten? Oder wie kam es dazu? Zunächst war keine Notwendigkeit gegeben. Aber es stellte sich ja schon in den ersten Monaten, Oktober, November, dieses Feldzuges der Italiener heraus, dass die Lage Italiens in diesem Kriege eine äußerst bedrohliche wurde. Und so kam es wohl schon in dem November oder Dezember zu Hilferufen von Seiten Mussolinis in irgendeiner Form ihm zur Seite zu treten. Außerdem war es natürlich militärisch gesehen so, dass für die Gesamtkriegführung eine Niederlage Italiens auf dem Balkan erhebliche und ernstlichste Folgen haben konnte.
Und so wurde mit Improvisationen ausgeholfen. Sollte, glaube ich, eine Gebirgsdivision zugeführt werden. Es war technisch unmöglich, weil keine Ausladungsmöglichkeiten waren. Und es wurden dann andere Aushilfen mit Lufttransportmitteln und Ähnlichem geleistet. In einem Augenblick, in dem die Improvisationen aufhörten, entstand aber der von der Anklagebehörde vorgelegte Plan Marita. Wann war das? Ja, an sich fing der Krieg in Griechenland und Albanien an, ein gewisses Stadium der Stagnation zu erreichen, durch die Einflüsse des Winters. Und während dieser Zeit wurde nun überlegt, um eine Katastrophe für Italien abwenden zu helfen, bestimmte Kräfte zu einem Entlastungsangriff, so muss ich es nennen, gegen Griechenland von Norden her heranzuführen. Was selbstverständlich Monate dauern musste und dauern würde. Ich darf nur erläutern, dass damals ein Durchmarsch durch Jugoslawien oder auch nur an eine Zumutung, Kräfte durch Jugoslawien für diesen Zweck heranzuführen, auf nächstem Wege, von Hitler strikte abgelehnt worden. Obwohl gerade das Heer diese Möglichkeit als die bequemste Form der Heranführung von Truppen vorgeschlagen hatte. Über den Plan Marita ist vielleicht nicht viel mehr zu sagen, als wieder Durchmarsch durch Bulgarien, der vorbereitet und diplomatisch mit der Bulgarien abgesprochen war. Ich möchte hierzu nur noch eine Frage stellen. Die Anklage hat vorgetragen, dass schon vor dem Sturz der jugoslawischen Regierung, also Ende März 1941, Verhandlungen mit Ungarn für den Fall eines Angriffs auf Jugoslawien stattgefunden hätten. Sind Sie, beziehungsweise das OKW, hiervon benachrichtigt worden oder sind Sie dabei beteiligt worden? Nein. Ich erinnere mich in keiner Form an irgendwelche militärischen Erörterungen auch von Seiten des OKW mit Ungarn über eine eventuelle militärische Aktion gegen Jugoslawien. Das ist mir völlig unbekannt. Im Gegenteil, es war alles das, was dann später sich ereignete. Es wird ja noch über Jugoslawien einige Worte zu sprechen sein. Völlige Improvisation. Vorbereitet war gar nichts. Jedenfalls nicht nach den Kenntnissen des OKW. Es ist Ihnen doch bekannt, dass militärische Besprechungen mit Ungarn stattgefunden haben in diesem Zeitraum. Ich nehme an, Sie wollen nur sagen, dass sich diese nicht auf Jugoslawien bezogen haben. Selbstverständlich. Es ist mir bekannt, dass mit den Ungarn mehrfach generalstabsmäßig Besprechungen stattgefunden haben. Sie sagten, Sie wollten noch etwas über den Fall Jugoslawien sagen.
Reichsmarschall Göring hat über dieses Problem hier Ausführungen gemacht. Können Sie noch irgendetwas Neues hinzufügen? Sonst hätte ich keine Fragen mehr in Bezug auf diesen Komplex. Ich möchte nur noch mal bestätigen, dass der Entschluss, militärisch gegen Jugoslawien vorzugehen, ein völliges Umwerfen aller bis dahin vorgesehenen militärischen Vormärsche und Ansätze bedingte. Marita musste völlig umgeworfen werden. Ebenso neue Kräfte durch Ungarn von Norden herangeführt werden. Das war alles völlige Improvisation. Wir kommen jetzt zu dem Fall Barbarossa. Die sowjetrussische Anklagebehörde im Besonderen hat hervorgehoben, dass das Oberkommando der Wehrmacht und Sie als Chef des Stabes schon im Sommer 1944 sich mit dem Plan eines Angriffs gegen die Sowjetunion befasst hätten. Wann hat Hitler erstmals mit Ihnen über die Möglichkeit einer Auseinandersetzung, bewaffneter Auseinandersetzung mit der Sowjetunion gesprochen? Nach meiner Erinnerung war das Anfang August 1940, gelegentlich einer Lagebesprechung in Berchtesgaden, beziehungsweise in seiner Wohnung, Berkow. Da wurde zum ersten Mal die Möglichkeit kriegerischer Konflikte mit der Sowjetunion erörtert. Welche Gründe hat Ihnen damals Hitler bekannt gegeben, die möglicherweise zu einer kriegerischen Auseinandersetzung führen konnten? Ich kann mich, glaube ich, auf das beziehen, was der Reichsmarschall Göring dazu gesagt hat. Es war die nach unseren Begriffen starke Truppenkonzentration im Bessarabischen und Nordbukowina-Raum. Auch der Außenminister hat da Zahlen genannt, die mir nicht erinnerlich sind. Und die Besorgnis, die Hitler damals wiederholt aussprach, dass vielleicht daraus etwas weiteres im rumänischen Raum entstehen und damit die Erdöl-Treibstoffversorgung unserer Kriegführung, die großenteils auf den rumänischen Erdöllieferungen beruhte, gefährdet werden könnte. Außerdem sprach er wohl noch von den starken oder auffallenden Truppenkonzentrationen in den baltischen Provinzen. Wurden damals schon irgendwelche Anordnungen Ihrerseits bzw. seitens der in Anspruch genommenen Wehrmachtteile getroffen? Nein. Meiner Erinnerung nach beschränkte sich das auf einmal die Aktivierung des Nachrichten, ruhig zu sagen Spionagedienstes gegen Russland. Und zweitens auf gewisse Untersuchungen
über die Möglichkeit, Truppen vom Westen aus Frankreich in schnellerer Zeitfolge nach dem Südosten bzw. nach dem Ostpreußen hin zu überführen. Gewisse Rücktransporte der Truppen der Ostwehrkreise waren schon Ende Juli angelaufen. Sonst sind keine Anordnungen getroffen. Damals. Wie war denn die Demarkationslinie besetzt? Von der Demarkations- oder der Grenzlinie lagen laufend Meldungen vor über Grenzzwischenfälle, Schießereien und insbesondere über häufige Überfliegungen dieser Demarkationslinie durch Flugzeuge der Sowjetunion, die auch zu entsprechenden Noten, meine ich mich erinnere, geführt haben. Aber es war ein unentwegter kleiner Grenzkampf und Grenzschießereien, besonders im Süden. Und wir erhielten Nachrichten durch unsere Grenzbesetzungen, dass laufend oder in gewissen Zeiträumen neue russische Truppenverbände ihnen gegenüber in die Erscheinung traten. Das war wohl alles. Wie viele Divisionen standen seitens der deutschen Wehrmacht dort? Während des Westfeldzuges waren es, diesmal irre ich mich, glaube ich, nicht, 7 Divisionen. 7 Divisionen von Ostpreußen bis an die Karpaten. Von denen sogar noch 2 während des Westfeldzuges nach dem Westen transportiert, aber nachher wieder zurückgeführt worden. Die Anklage hat vorgetragen, dass Ende Juli 1940 Generaloberst Jodl in Reichenhall eine allgemeine Anweisung an einige Offiziere des Wehrmachtsführungsstabes gegeben habe, sich mit dem Problem Russland zu beschäftigen und vor allen Dingen die Probleme der Eisenbahntransporte zu studieren. Da Sie vorhin sagten, dass Sie erst im August erstmals Kenntnis erlangt hätten seitens Hitlers, frage ich Sie, ob Sie über diese Besprechung Generaloberst Jodl orientiert waren. Nein, ich habe das erst, ich glaube, hier erfahren, dass diese Besprechung stattgefunden hatte. Das hing zusammen mit einer Abwesenheit, meiner Abwesenheit aus Berchtesgaden Ende Juli, Anfang August. Ich habe es nicht gewusst und glaube auch General Jodl hat es damals wohl vergessen, es mir zu sagen. Es war mir unbekannt. Wie dachten Sie persönlich in dieser Zeit über das Problem, das sich ja durch die Besprechung mit Hitler auftat? Ich war damals, als ich mir bewusst wurde, dass hier doch ernste Gedanken bereits erwogen wurden, war ich sehr überrascht und
hielt das auch für sehr unglücklich. Und ich überlegte ernstlich, was man tun könne, um mit militärischen Erwägungen auf Hitler einen Einfluss zu gewinnen. Ich habe damals, es ist hier schon kurz mit dem Außenminister erörtert worden, persönlich eine Denkschrift geschrieben, meine Gedanken, ich möchte sagen, unabhängig von den facharbeitenden Stellen des Generalstabes und des Wehrmachtführungsstabes darüber niederzulegen und wollte diese Denkschrift Hitler vorlegen. Ich entschloss mich zu dieser Methode, weil es ja typisch war, dass man über den zweiten Satz bei einer solchen Vorstellung ihm gegenüber nicht herauskam, weil er das Wort dann an sich riss und man nicht mehr dazu kam, das zu sagen, was man wollte. Ich wollte es ihm schriftlich geben. Und in dem Zusammenhang kann ich gleich bemerken, dass ich mir überlegte, es war wohl das erste und einzigste Mal, beim Außenminister persönlich vorzusprechen oder ihm gelegentlich zu sagen, dass er mich von politischer Seite aus in dieser Frage unterstützen möchte. Das ist dann der schon erörterte Besuch in Fuschel, den der Außenminister von Ribbentrop ja neulich bei seiner Vernehmung schon bestätigt hat. Also Sie bestätigen das, was Herr von Ribbentrop gesagt hat, sodass ich das nicht mehr zu wiederholen brauche? Ich bestätige, dass ich in Fuschel war. Ich hatte auch die Denkschrift meines Wissens bei mir. Sie war handschriftlich geschrieben, weil ich niemanden das in die Hand geben wollte. Und ich bin mit dem Bewusstsein von Fuschel weggefahren, dass er in gleichem Sinne auf Hitler Einfluss nehmen oder versuchen wollte, Einfluss zu nehmen. Er sagte mir das zu. Haben Sie Hitler nun diese Denkschrift überreicht? Ja. Ich habe einige Zeit später, nach einem Lagervortrag auf dem Berghof, ihm diese Denkschrift allein übergeben. Der sagte mir damals, glaube ich, er wolle sie studieren, nahm sie an sich und ließ mich nicht weiter dazu kommen, Ausführungen dazu zu machen. Sind Sie später noch einmal darauf zurückgekommen, bei der Wichtigkeit dieser Vorstellung? Ja. Es erfolgte zunächst gar nichts, sodass ich nach einiger Zeit daran erinnerte und bat, doch mit mir über diese Frage zu sprechen. Das geschah dann auch und es wurde sehr kurz damit eigentlich abgetan, dass das, was vom militärischen Gesichtspunkt oder strategisch von mir vorgebracht sei, in keiner Weise überzeuge. Die Gedanken müsse er Hitler als falsch ablehnen. Ich kann in dem Zusammenhang vielleicht nur kurz erwähnen, dass das mich wiederum aufs Tiefste berührte, dass es wieder zu einer Krise kam, in der ich bat, mich von meinem Posten abzulösen und einen anderen Mann an meine Stelle zu setzen und mich in die Front zu schicken. Auch das führte zu einer scharfen Kontroverse, in dem ja bekanntlich vom Reichsmarschall ja auch schon dargelegten Gedanken, die er darüber hatte,
Er verbete sich, dass ein General, dessen Ansichten er nicht billige, daraufhin seine Entlassung aus seiner Stellung beantrage. Ich glaube, er sagt, es sei sein gutes Recht, derartige Vorschläge und Gedanken zu verwerfen, wenn er sie nicht für richtig hielte. Es sei nicht mein Recht, daraus Konsequenzen ziehen zu wollen. Gab er Ihnen diese Denkschrift zurück? Nein, ich glaube, ich habe sie nicht zurückbekommen. Ich habe bisher immer angenommen, sie wäre mit in den Schmundakten gefunden worden, was offenbar nicht der Fall ist. Ich habe sie nicht zurückbekommen, er hat sie behalten. Ich will die Zeit des Gerichts in diesem Zusammenhang nicht weiter in Anspruch nehmen und es Ihnen überlassen, ob Sie glauben, dass Sie den Inhalt der Denkschrift darlegen wollen. Für mich ist wesentlich hierbei nicht die militärische Darstellung, die man sich denken kann, sondern die Frage, haben Sie auf den Nichtangriffspakt von 1939 dabei verwiesen? Ja, aber ich muss bemerken, dass der wesentliche Inhalt meiner Denkschrift militärische Überlegungen war. Militärische Überlegungen über Kräftemaß, Kräftebedarf, Kräftezersplitterung, die wir damals hatten in Frankreich, in Norwegen, die Luftwaffe in Italien und gebunden im Westen. Aber ich habe auch in dieser Denkschrift bestimmt hingewiesen auf die Tatsache des Nichtangriffspaktes in dem Zusammenhang. Das andere waren alles militärische Gesichtspunkte. Wurden in dieser Zeit militärische Anordnungen getroffen? Nein. Es wurde damals noch nichts angeordnet, mit Ausnahme wohl der Verbesserungen der Transportlinien vom Westen nach dem Osten für schnelleres Heranführen können von Truppen, hauptsächlich in den Südostraum, also nördlich der Karpaten, und in den ostpreußischen Raum. Sonst sind damals noch keine Anordnungen irgendwelcher Art getroffen worden. Hatte die Unterredung mit Herrn Außenminister Molotow schon stattgefunden? Nein. Im Gegenteil, damals im Oktober schwebten die Erwägungen einer Aussprache mit den Russen. Das hat mir auch damals Hitler gesagt. Und er betonte dabei immer, bevor eine solche Aussprache nicht stattgefunden habe, wolle er auch keine Anordnungen treffen. Nachdem ihm, ich glaube, von General Jodl nachgewiesen war, dass es sowieso technisch unmöglich wäre, stärkere Truppenteile nach dem Osten in die bedrohten Gebiete, die ich schon nannte, zu überführen. Es geschah also nichts. Es wurde dieser Besuch bzw. die Besprechung mit der russischen Delegation vorbereitet, wobei ich bemerken darf, dass ich damals den Vorschlag machte, Hitler möge mit Herrn Stalin persönlich sprechen. Das Einzige, was ich in den Dingen getan habe. Wurden bei dieser Besprechung auch militärische Dinge erörtert? Ich habe an den Besprechungen mit Herrn Molotow und der Begleitung
überhaupt nicht teilgenommen. Obwohl ich auch in diesem Fall bei der Begrüßung und bei gewissen gesellschaftlichen Veranstaltungen anwesend war, mich erinnere, zweimal Nachbar bei Tisch von Herrn de Casanov gewesen zu sein. Irgendwelche politischen Besprechungen habe ich weder erlebt, noch auch persönlich mit meinem Tischnachbarn geführt. Was sagte Hitler nach Abschluss der Besprechungen? Nach Abreise hat er uns eigentlich nur sehr kurz informiert und etwa gesagt, er sei von der Aussprache enttäuscht. Er erwähnte, glaube ich, kurz, es seien Probleme des Ostseeraumes ganz allgemein und des Schwarzen Meerraumes erörtert worden, in denen er habe keine positive oder gewünschte Stellungnahme einnehmen können. Auf Einzelheiten hat er sich nicht eingelassen. Ich fragte auch nach den militärischen Dingen, die damals ja eine gewisse Bedeutung hatten, der starken Kräfte im bessarabischen Raum. Ich glaube, dass Hitler damals auswich und sagte, das sei, ich hinge ja mit den Dingen zusammen, offenbar. Er habe das wohl nicht vertieft, so ähnlich, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls bot es uns nichts Neues und nichts Reales. Wurden nach dieser Besprechung militärische Anordnungen getroffen? Ich glaube auch dann noch nicht. Sondern Hitler sagte uns damals, er wolle noch die Reaktion der Erörterungen in Moskau abwarten, wenn die Delegation nach dort zurückgekehrt sei. Es seien in dieser Beziehung noch Aufträge an den Botschafter ergangen. Also jedenfalls nicht unmittelbar nach dem Molotow-Besuch. Ich bitte dann den Zeitpunkt zu nennen, in welchem die ersten konkreten Anweisungen gegeben wurden. Ich kann es nur rückwärts konstruieren an der mir hier vorgelegten Weisung Barbarossa, die ja im Dezember herausgegangen ist. Es wird also wohl in der ersten Hälfte Dezember gewesen sein. In der ersten Hälfte Dezember gewesen sein, als die Befehle dafür herausgegeben worden sind, die bekannte Weisung Barbarossa. Die Anordnungen sind also, präzis gesagt, Anfang Dezember gegeben worden, den strategischen Plan auszuarbeiten. Waren Ihnen die Besprechungen bekannt, die im Dezember in Zossen stattfanden und die die Anklagebehörde hier erwähnt hat? Ich darf daran erinnern, dass der finnische General Heinrich dabei anwesend war. Nein. Ich habe von der
Erörterung, Besprechung in Zossen. Ich glaube, es war auch der Puschenhagen da, nach den Aussagen, die er hier gemacht hat. Und dem General Heinrichs, finnischen General Heinrichs in Zossen, nichts gewusst und hier zum ersten Mal davon gehört. Ich kann mir das nur erklären, dass der Generalstab des Heeres sich Unterlagen oder sonstige Dinge beschaffen wollte und dazu dort mit dem Betreffenden gesprochen hat. Ich habe den General Heinrichs erst im Mai 1941 kennengelernt. Damals hatte ich mit ihm und General Jodl eine Besprechung in Salzburg. Vorher habe ich ihn nie gesehen und nie gesprochen. Hat es eine Bedeutung, dass in der Weisung 21 gesagt ist, dass Hitler 8 Wochen vor einer eventuellen Auslösung des Operationsplanes den Anlauf und die Durchführung des tatsächlichen Aufmarsches befehlen werde? Doch, das hatte eine absolute Bedeutung. Ich bin daraufhin schon von einer Delegation der Sowjetunion hier verhört worden. Es war der Grund der, dass nach den Berechnungen des Heeres der Aufmarsch eisenbahntechnisch zu fahren etwa 8 Wochen dauern müsste. Wenn man aus dem Reichsgebiet die Truppen für eine operative Ausgangslage heranführen wollte. Und Hitler betonte damals bei der mehrfachen Überarbeitung dieser Weisung, dass er diesen Anlauf einer solchen Aufmarsches unbedingt in der Hand behalten wollte. Mit anderen Worten, Truppenbewegungen ohne seine Genehmigung nicht gefahren werden dürften. Das war der Zweck dieser Bestimmung. Wann wurden Sie sich klar, dass Hitler entschlossen war, die Sowjetunion anzugreifen? Das war nach meiner Erinnerung Anfang März. Gedacht war daran etwa Mitte Mai, den Angriff eventuell zu führen. Und dann musste Mitte März die Entscheidung über den Eisenbahnaufmarsch getroffen werden. Deshalb fand in der ersten Märzhälfte eine Generalsversammlung statt. Das heißt, ein Befehlsempfang der Generale bei Hitler. Und die von ihm damals gemachten Ausführungen hatten eindeutig den Zweck, den Generalen zu sagen, dass er zur Ausführung des Aufmarsches an sich entschlossen sei. Obwohl ein Befehl noch nicht gegeben war. Und er gab damals eine ganze Reihe von Gedanken und auch gewissen Anweisungen für die Dinge, die sich hier in den Richtlinien auf Sondergebieten, Fall Barbarossa, enthalten sind
das 447 PS. Diese Richtlinien, die dann auch von mir unterzeichnet worden sind. Für diese Richtlinien und die Gedanken, die da drin stehen, gab er damals die Direktiven, sodass die Generale schon über diesen Inhalt informiert waren, was mich dann auch veranlasste, das in dieser Form schriftlich zu bestätigen. Denn es war für keinen der Beteiligten etwas Neues drin. Neu scheint mir aber wohl gewesen zu sein, was Hitler den Generalen bei der Ansprache gesagt hat. Und es scheint mir auch, dass Sie, der Sie doch nunmehr mit diesen Dingen, das heißt mit der Ausarbeitung, zu tun hatten, sich darüber klar wurden oder werden mussten, dass jetzt eine ganz anormale Methode der Kriegführung beginnen sollte. Wenigstens gesehen von Ihrem soldatischen, traditionellen Standpunkt aus. Das ist richtig. Es kamen dort die Gedanken zum Ausdruck über die Verwaltung und die wirtschaftliche Ausnutzung der zu erobernden oder zu besetzenden Gebiete. Es kam der völlig neue Gedanke, Reichskommissariate und Zivilverwaltungen einzusetzen. Es kam der eindeutige Entschluss, dem Bevollmächtigten des Vierjahresplanes in wirtschaftlicher Hinsicht die oberste Leitung zu übertragen. Und das, was das Entscheidendste für mich war, oder mich am meisten berührte, war, dass neben der dem militärischen Befehlshabern zustehenden Rechte der Ausübung der vollziehenden Gewalt durch die Besatzungsmacht hier ein Weg beschritten wurde, in dem klar ausgesprochen wurde, dem Reichsführer SS Himmler umfassende Vollmachten zu übergeben in Bezug auf die ganze polizeiliche Aktion, die dann bekannt geworden sind in diesen Gebieten. Ich habe mich dagegen auf das Schärfste gewehrt, weil es mir unmöglich erschien, zwei Gewalten hier nebeneinander zu stellen. Nun steht hier in den Richtlinien denn drin, die Worte, die Befugnisse des Oberbefehlshabers des Heeres werden hierdurch nicht berührt. Es war eine absolute Täuschung und Selbsttäuschung. Das Gegenteil ist eingetreten. Ich habe mich, solange als es noch mit meiner Dienststellung vereinbar war, dagegen zur Wehr gesetzt. Ich glaube nur sagen zu sollen, dass ich keinen anderen Zeugen dafür habe wie den General Jodl, der das miterlebt hat. Schließlich hat Hitler diese Richtlinien mehr oder weniger selbst bearbeitet und ihnen den Sinn gegeben, den er wollte. So sind diese Richtlinien entstanden.
dass ich das, was drinsteht, nicht befehlen konnte, geht schon daraus hervor, dass dort drin stand, der Reichsmarschall erhält den Auftrag, der Reichsführer SS erhält den Auftrag und so weiter. Die konnte ich ja gar nicht beauftragen. Ist eigentlich nicht erörtert worden, dass man, wenn man einen Angriff gegen die Sowjetunion unternehmen wollte, man doch vorher, sei es diplomatische Schritte oder sei es eine Kriegserklärung oder ein Ultimatum, übersenden müsste. Doch, das ist von meiner Seite erörtert worden. Ich habe schon im Winter 40, 41 Hitler gebeten, jeweils, wenn die Erörterungen kamen über die Stärken, Kräfte der Russen an der Demarkationslinie, das heißt also im Dezember, Januar, eine Note an die Sowjetunion zu richten, um hier eine, ich möchte sagen, eine Bereinigung herbeizuführen. Aber ich kann gleich hinzufügen, dass er das erste Mal gar nichts sagte, das zweite Mal ablehnte. Mit der Begründung etwa, sei zwecklos. Darauf würde er nur die Antwort bekommen, das sei eine interne Angelegenheit, das ginge uns nichts an. Oder so ähnlich. Es wurde jedenfalls abgelehnt. Ich habe es da noch mal versucht, zu einem späteren Stadium. Das heißt, ich habe ausgesprochen, die Bitte ausgesprochen, vor einer Aktion ein Ultimatum zu stellen, um in irgendeiner Form die Basis überhaupt zu finden für einen Präventivkrieg, wie wir ihn ja genannt haben, für einen Angriff. Sie sagen Präventivkrieg. Wie war denn, als die entscheidenden Entschlüsse fielen, die militärische Lage? Ich bin an die Lage, wie wir sie beurteilt oder wie sie beim Heer beurteilt wurden, hier am besten erinnert worden durch eine Studie oder eine Niederschrift, die als, ich glaube, es ist das Dokument PS 872, 872, PS 872. Ja, PS 872. Nach dem Datum Ende Januar oder Anfang Februar, Vortrag des Chefs des Generalstabes des Heeres bei Hitler über den Stand der operativen und strategischen Vorarbeiten. Und in diesem Dokument habe ich gefunden, die damaligen Erkenntnisse über die Stärke des Aufmarsches der Roten Armee und die sonstigen darüber bestehenden und bekannt gewordenen Unterlagen, die in diesem Dokument eingehend behandelt sind. Im Übrigen muss ich allerdings auch sagen, dass ich von Seiten der Nachrichtendienste des OKW, Admiral Canaris, weniger Material zur Verfügung bekam oder dem Heer zur Verfügung gestellt werden konnte, wegen der sehr starken Abschließung
des russischen Raumes gegen solche Feststellungen. Es war also lückenhaft, bis zum gewissen Grade. Nur das, was in dem PS 872 steht, war bekannt. Wollen Sie kurz sagen, was darin steht, um Ihre Entschlüsse zu rechtfertigen? Ja, es waren, Haller berichtete wohl, rund 150 Divisionen der Sowjetunion aufmarschiert seien an der Demarkationslinie und Grenze. Dann waren Luftbilder vorhanden über eine große Anzahl von Flugplätzen. Kurzum, es war ein Grad der Bereitschaft auf der sowjetrussischen Seite, der jederzeit zu militärischen Aktionen führen konnte. Und erst die wirklichen Aktionen haben ja dann erkennen lassen, wie weit die Vorbereitungen auf der feindlichen Seite bereits gediehen waren. Ich muss allerdings sagen, dass das eine Erkenntnis ist, die der Angriff an sich erst gebracht hat. Sie waren anwesend bei der letzten Ansprache Hitlers an die Befehlshaber im Osten am 14.06.41 in der Reichskanzlei. Ich bitte Sie, ohne in Wiederholungen zu verfallen, kurz zu sagen, was Hitler hier gesagt hat und wie das, was er sagte, auf die Generale gewirkt hat. Haven't we got a document about it? Besprechung? Isn't there a document in connection with it? What? So must be all in the document, isn't it? Ich wollte nur eine Frage hierzu geben und dann das Dokument überreichen, beziehungsweise, wenn es der Gerichtshof will, möchte ich das Dokument gar nicht verlesen, sondern nur die am Ende des Dokuments stehende kurze Zusammenfassung verlesen. Ist das dem Gerichtshof so recht? Well, what you did was to ask the defendant what was in the document. In dem Dokument steht, wenn ich es kurz sagen soll, Folgendes. Es ist die Entwicklung und die stetig steigende Beeinflussung Wehrmacht fremder Organisationen auf den Kriegsverlauf. Es ist der Nachweis, dass die Wehrmacht sich in diesem Kriege, der ein entarteter Krieg genannt werden muss, bemüht hat, sich, soweit es möglich war, in den Grenzen des Völkerrechts zu halten. Und das, wenn... I only want to know what your question is, that's all. Meine Frage lautete an Feldmarschall Keitel, er solle mir über die Ansprache vom 14.06.1941 sagen, was Hitler den Generalen befohlen hat und welches die Wirkung war. Und ich wollte damit abschließen,
die Vorbereitung des Russlandfeldzugs? He can tell what the effect was upon himself, but I don't see how he can tell what the effect was upon the other generals. Er kann es natürlich nur annehmen, aber er kann ja sehen, ob die anderen in irgendeiner Form reagiert haben. Man kann sprechen, man kann Vorstellungen erheben und ich will nur wissen, ob dies geschehen ist oder nicht. You better ask him what happened at the conference. If you want to know what happened at the conference, why don't you ask him? Ich bitte. Nach kurzen Vorträgen über die operativen Aufträge an die einzelnen Befehlshaber folgte eine zusammenfassende Ansprache, die ich ausgesprochen als eine politische bezeichnen muss. Es wurde an die Spitze gestellt, dass es sich hier um einen Entscheidungskampf zwischen zwei Weltanschauungen handelte. Und dass diese Tatsache es unmöglich mache, an die Führung in diesem Kriege, die Methoden, wie wir Soldaten sie kannten und wie wir sie allein für völkerrechtlich richtig hielten, ein völlig anderer Maßstab angelegt werden müsse. Mit diesen Mitteln sei der Krieg dort nicht zu führen. Es sei ein ganz neuer Krieg auf ganz anderer Voraussetzung. Und mit diesen Ausführungen wurden dann die verschiedenen Anordnungen gegeben in den unbefriedeten Gebieten die Gerichtsbarkeit auszuschalten. Widerstand mit brutalen Mitteln niederzukämpfen. In jedem örtlichen Widerstand den Ausfluss der tiefen Gegensätze zwischen den beiderseitigen Weltanschauungen zu sehen. Es waren das ganz ausgesprochene und vollkommen neue und außerordentlich eindrucksvolle, aber auch außerordentlich uns berührende Gedanken. Haben Sie oder irgendwelche anderen Generale gegen diese Ausführungen, gegen diese Weisungen und Befehle Einwendungen gemacht oder Vorstellungen erhoben? Nein, ich habe persönlich keine Vorstellungen erhoben, abgesehen von denen, die ja schon vorausgegangen waren. Und von den Widerständen, die ich den Dingen schon vorher entgegengesetzt hatte. Ist mir aber nicht bekannt geworden, welche Generale, ob Generale sich an den Führer gewandt haben. Jedenfalls im Anschluss an diese Besprechung ist es nicht geschehen. Herr Präsident, ich glaube, dass es jetzt die Zeit ist, darüber zu entscheiden, ob Sie das in meinem Dokumentenbuch unter Nummer 3 und unter Nummer 5 in meinem Dokumentenbuch 2
enthaltene Affidavit des Angeklagten Keitel als Beweisstück entgegennehmen wollen. Vielleicht kann sich die Anklagebehörde dazu äußern. Wir haben bis jetzt lediglich die Vorgeschichte zu dem eigentlichen Russlandkrieg behandelt. Ich möchte, soweit der Angeklagte Keitel in Betracht kommt und das OKW, die Fragestellung dadurch abkürzen, dass ich die beiden Affidavits überreiche. Es handelt sich bei dem Affidavit Nummer 3 um die Darstellung der Befehlsverhältnisse im Osten durch die großen Räume und die zahlreichen Organisationen entstand ein verwickelter Befehlsgang. Um nun Ihnen möglich zu ermöglichen, festzustellen, ob der Angeklagte Keitel oder das OKW oder welche Stelle auch immer verantwortlich ist, sind diese Befehlsverhältnisse im Osten eingehend dargelegt? Ich glaube, es würde sehr viel Zeit ersparen, wenn Sie dieses Dokument als Beweisstück entgegennehmen würden. Yes, Sir David. Lord, Mr. Dodd and I have no objection to...